Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Steelbooker Unboxing, diesmal von Knives Out, ein Rian Johnson Film. Nachdem wir ja letztens Star Wars unboxed haben, der ja bei Star Wars 2 da die Regie geführt hat, weil es dann nicht so gut war, hat jetzt hier wieder Regie geführt bei Knives Out. Und ja, schauen wir noch mal, was die J-Karte zu bieten hat. Da hätten wir erstmal den Inhalt. Dann ein paar Bildchen. Und das Bonusmaterial. Dann läuft der Film ca. 131 Minuten. Ton ist DTS HDMA 5.1. Und dann schauen wir uns mal das Steelbook an. Ah, sieht so. Auf jeden Fall matt gehalten. Man sieht die ganzen Hauptdarsteller, die da mitspielen in diesem Film. Aber was halt cool ist, ist hier so richtig schön auf alt gemacht, finde ich, das Cover. Also alt und ein bisschen, hier mit ein bisschen, Knives heißt ja Messer, glaube ich. Und hier schön reingeritzt. Das sieht schon nicht schlecht aus. Da haben wir am Bein ein H. Frombay, kenne ich jetzt nicht. Knives Out, der Filmtitel. Und unten, was steht da? Lionsgate. Ja, und hinten hat man dann auch wieder hier so mit ein paar Rissen drin. Hinten hat man dann das Backcover mit dem Haus, wo das drin spielt. So sieht es im ganzen Format aus. Also so sieht das Steelbook echt nicht schlecht aus. Cool gemacht. Und hier hat man die 4K-Version. Ja, mit Danny Quaid, Chris Hemsworth, Chris Evans und, ja gut, die Schauspielerin weiß ich jetzt nicht. Und dann haben wir auch einen Indruck in Farbe mit den ganzen verschiedenen Messern, die es, glaube ich, gibt auf der Welt. Das sieht schon cool aus. Ja, das sieht cool aus. Nee, gefällt mir. Mal schauen, wie dieser Film ist. Und ja, das war's dann auch schon wieder von Knives Out, dem Steelbook. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.